Willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War, Folge 25. Und zwar ist wohl wieder mein Mikrofon umgesprungen und deswegen, während der eigentlichen Aufnahme, wurde halt deswegen mein Mikrofon nicht aufgenommen. Man hat mein Gelaber mal wieder nicht gehört. Und da ich euch nicht schon wieder 4 Folgen zumuten wollte, wo man wieder nichts hört, habe ich mir gedacht, muss ich das jetzt mal nachkommentieren. Und zwar ich muss jetzt mal gucken, was wir in der letzten Folge, beziehungsweise in der Folge da gemacht haben. Also Handelsabkommen mit Österreich ist natürlich sehr sinnvoll. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie die darauf reagieren werden, wenn wir Polen, Litauen dann vernichtet haben. Aber anscheinend sind die noch ganz friedlich. Das gleiche ist mit Sachsen. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. So. Und es war natürlich klar, dass Polen, Litauen da wieder irgendwelche Scheißfeldzüge macht. Das ist verdammt schade, dass die, okay, dass die da Bayern Hannover vernichtet hat. Das ist, weil die haben ja Westfalen schön vernichtet, Hannover, und das wäre dann so meine Absicherung da. Aber nein. So, Magdeburg ist so ziemlich die einzige Forschungseinrichtung, die wir wirklich nutzen können, weil Krakau sorgt ja dann leider wieder für Aufstände. Muss ich gucken. Danzigweise nicht so Aufstände, also sind sogar die Arbeiter relativ zufrieden. Also auf Null, so dass sie keine Aufstände machen. Und wir kriegen jetzt auch wieder gut Geld. Auch durch das Handelsabkommen mit Österreich. Das bringt uns 600 nochmal. Polen-Litauen hat es noch Finzen. Österreich hat natürlich auch noch ein bisschen was. Auch nicht mehr so viel. Haben nur noch 4. Problem ist, dass die halt mit Bayern und verbündet sind, Österreich. Und Bayern ist ja, ne, doch relativ groß geworden. Jetzt auch mit 4 Provinzen. Ne, 3 Provinzen. Frankreich hat sich erstaunlicherweise auch erweitert, da hoch nach Belgien und Niederlande. Wobei Frankreich, meine ich, nicht. Oder Frankreich ist nur mit Spanien verbündet. Was sehr von Vorteil ist. Spanien hat ja auch nicht so viel, beziehungsweise die Provinzen sind sehr groß. Genauso wie Frankreich. Das heißt, in die Richtung müssten wir uns auch ausbreiten können. Die Armee in Warschau müssen wir dann auch mal wieder aufstocken, weil es auf jeden Fall eine Rebellion geben wird. Das ist einfach vorprogrammiert. Wobei Berlin
muss halt unbedingt noch was haben. Weil ich habe halt immer noch keinen Plan, was Sachsen anstellt. Und die haben sehr viele Truppen. Da werde ich nicht unvorbereitet von Bayern oder Sachsen überrannt werden. Weil Berlin ist ja nicht nur zuletzt durch die Forschung, auch halt die Steuereinnahmen. Man hat es gerade gesehen, minus 22 bei den Arbeitern in Warschau, also. Kann es quasi nur eine Rebellion geben. So, die da oben. Oh, sogar eine sehr große Armee. Da müssen wir jetzt gucken, ob die Schweden noch Schiffe haben. Weil wir halt auch mal ein bisschen auf die Ausgaben achten müssen. Und hier Norwegen und Finnland sind ja relativ sicher. Beziehungsweise nicht so die attraktivsten Provinzen zum Einnehmen. Ich denke mal nicht, dass Großbritannien jetzt da einfach übersetzen wird. So. Das Problem ist halt immer noch, das wusste ich, meine ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber Schweden hat halt immer noch Schiffe. Die haben da noch einen Hafen in St. Petersburg und die haben da auch noch Schiffe. Aber na gut, das wird man dann gleich noch sehen. So, und Bolschan zieht mal wieder ihre Truppen vor. Aber die haben nicht mehr viele Truppen. Die haben wirklich nicht mehr so viele Truppen. Jetzt mache ich mal einen automatisch, weil beim letzten Mal hat es ja funktioniert, aber die waren wohl zu stark. Und Seegefecht. Seegefecht, will ich jetzt keinen Angriff machen, das ist mir. Ja. Ich bin nicht so der Fan von Schiffen in Empire Total War. Weil ja, die Seegefechte, na, halte ich mal für unnötig. Beziehungsweise, ja. Es ist vielleicht ganz gut gemacht, aber ich finde es jetzt nicht so. Wir entsenden lieber Truppen. Das ist das Beste. Die unteren Klassen sind unzufriedener. Also wollen Stände machen, wenn sie von Steuern befreit sind in Danzig. In Warschau leider nicht. Immer noch minus 14. Obwohl die Schule schon brennt. Weiter habe ich sie nochmal repariert, aber ich meine, ich entscheide mich noch um. Und das ist ja eh das Beste, dass die Mauer wird da schon wieder als unbeschädigt angezeigt. Ja, gut. Dabei ist die total zerlöchert. So viel ich weiß. Und da sieht man halt minus 5 Zufriedenheit in den unteren Klassen. Deshalb ist es da sinnvoller, erstmal eine Poststation zu bauen. Irgendwann kann man ja mal wieder Forschungseinrichtungen bauen. Oder was ist das? Universität oder irgendwie so.
Jetzt sieht man halt Litauen. Die haben auch nicht wirklich viele Truppen. Also die Provinz. Das heißt, Polen-Litauen ist durch wirklich stark geschwächt. Also die haben fast keine Truppen mehr, was sehr von Vorteil ist. Ich denke mal, die haben da alles gegen Berlin verloren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die ja wirklich so viele Truppen drauf gejagt haben. Oder anscheinend haben sie nicht so viel. Oder was auch immer. Aber sie haben wirklich fast keine Truppen mehr. Meine Flotte ist natürlich jetzt stark geschwächt. Und ich hatte die ja eigentlich auch nur zum Übersetzen immer. Aber na gut. Irgendwann muss ich dann halt nochmal eine fette Flotte machen und wobei, ja, vielleicht brauche ich das nochmal gegen Frankreich, aber sonst Schweden werde ich ja dann mal ganz vernichten, da müssten die Schiffe auch weg sein. Schweden hat ja jetzt auch nur noch zwei Provinzen. Wenn sie leider Moskau wieder verloren haben, das wäre sehr schön gewesen. Hätten sie das noch behalten, dann hätte ich auch Moskau einnehmen können. Dann hätte ich Russland schon mal so ein bisschen einen ausgewischt. Weil wenn wir jetzt Schweden und Polen-Litauen vernichtet haben, dann will ich erstmal nicht noch weiter in den Osten. Das ist dann, würde ich erstmal gerne, ja, da kommt jetzt Kurland an. Die wollen unbedingt auch noch was haben. Bevor die Aufständischen ihre Provinz einnehmen. Ich will dann halt lieber erstmal in Mitteleuropa ein bisschen festigen. Dann mal gucken, am besten Österreich und Bayern und Sachsen da wegmachen. Oder halt erstmal in den Westen und Spanien und Frankreich wegmachen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, weil, ja, gut, man könnte jetzt halt auch direkt dann weiter Russland und so. Da hat man halt schon mal ordentlich was an Gebiet, aber. Ist eine schwierige Entscheidung. Andererseits, wenn wir jetzt halt Polen-Litauen dann vollständig besiegen, dann sind ja halt die ganzen Truppen schon im Osten. Ist der Weg nicht mehr so weit. Wobei Russland ist, meine ich, mit Dänemark verbündet, das heißt, die würden dann da auch Stress machen. Das heißt, wenn, dann müsste ich zuerst Dänemark und dann halt direkt Russland. Andererseits hätte ich schon gerne erstmal Bayern und Österreich dann auch weggemacht. Es ist dann einfach so, ja. Ja. Weil ich denke mal, noch sind die in Hannover relativ unzufrieden. Deshalb. Ich darf schon mal ein bisschen spoilern, also die Schlacht bei St. Petersburg, das wird die genialste Schlacht, die ich jemals hatte. Ja, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss.